Ja, hallo ihr Lieben. Ich möchte heute mal ein bisschen was zu dem Thema Glaubenssätze erzählen und gerade frühkindlich traumatisierte Menschen haben ja durch die Erziehung einfach ganz, ganz viel an Prägungen, an Sätzen in dem Hirn einzementiert und die sind wie wirklich betoniert in unserem tiefsten Erleben sozusagen. Und wir handeln ja oft ganz stark aus diesen Sätzen, aus diesen Glaubenssätzen heraus. Und das Problem ist halt einfach das, dass das Gehirn eigentlich immer den bequemsten Weg geht, weil es effizient ist und eben dadurch halt immer am naheliegendsten Verhaltensmechanismus aufnimmt. Und es ist meistens diese gewohnten alten Glaubenssätze, die Überzeugungen, die Meinungen, die wir haben, das, was wir denken, das, was am naheliegendsten ist, was wir am meisten gewohnt sind, das nutzt das Gehirn, um so zu reagieren. Und wie ich gerade gesagt habe, Glaubenssätze sind Meinungen, Überzeugungen, wie wir über Dinge denken. Und ihr könnt euch das so vorstellen, wie so eine Landkarte, wenn du mit dieser bestimmten Einstellung durch die Welt gehst, dann wirst du nur das sehen, auch auf der Landkarte, was in deinem Feld sich sozusagen spiegelt. Und das macht es einfach so schwierig, weil es gibt einen wunderschönen Satz von Heinz Erhardt: Glaub nicht alles, was du denkst. Und darum ist es so wichtig, diese Glaubenssätze sehr tief zu hinterfragen. Also es reicht meiner Erfahrung nach nicht, zu sagen, ja, ich drehe ihn einfach ins Positive um und sage mir den 100-mal am Tag, das wird nicht wirken. Was da ganz wichtig ist, in die Tiefe zu gehen, zu hinterfragen, wann habe ich denn zum ersten Mal gehört, wer hat das gesagt, in welcher Situation war das, wie habe ich mich körperlich dabei gefühlt. Es ist manchmal nicht möglich, aber vielleicht kann man eine ähnliche Situation konstruieren oder sich dann erinnern und dann wirklich bewusst wahrnehmen, wie ist es mir da gegangen. Und stimmt es jetzt auch wirklich noch für mich? Oder gibt es nicht im Hier und Jetzt 100.000 andere Beispiele, wo eigentlich gegen diesen Satz sprechen? Also wirklich diesen Glaubenssatz mal ein bisschen ins Rütteln bringen. Und das Gefährliche daran ist halt wirklich, weil Glaubenssätze ja echt Realität erzeugen. Also wenn ich immer denke, ich bin nichts wert und wenn ich in eine Gruppe gehe, mich mag sowieso keiner, ich bin sowieso anders und ich bin daneben und ich kann mich nicht ausdrücken, ja, dann kann es ja auch gar nicht funktionieren. Und das ist einfach immer eine ganz gefährliche Situation, weil es gibt auch einen sehr schönen Satz vom Henry Ford, der heißt, quasi, ob du glaubst, dass du es schaffst oder ob du glaubst, dass du es nicht schaffst, du wirst immer recht behalten. Also dieser Satz ist vom Henry Ford und das ist genau auch der Punkt. Und darum ist es so wichtig, immer wieder zu hinterfragen und zwar aber wirklich in Verbindung mit dieser Situation und das dann wirklich zu wandeln und dann einen Satz zu finden, das geht auch oft stufenweise, dass der für dich stimmt, dass du einfach es so ganz langsam in dir umleiten kannst oder neue Wege finden kannst, wie kannst du in manchen Situationen auch reagieren? Gut, ganz schwerwiegende Situationen, das sind die Glaubenssätze oft extrem hartnäckig und das dauert wirklich die ganze Zeit. Das ist auch eine Schritt-für-Schritt-Arbeit, das sage ich ja sehr, sehr oft. Also es geht nicht von heute auf morgen, aber ihr kennt bestimmt ganz viele Glaubenssätze irgendwo, auch was Geld betrifft. Das ist ja so ein riesengroßes Thema. Ja, wenn ich reich bin, dann habe ich nur Neider oder Geld hat man nur, wenn man alles erschwindelt und betrügt oder sonst irgendwas. Also da gibt es ja, findet ihr im Netz auch ganz viele Glaubenssätze. Nur eben meiner Erfahrung nach, das einfach nur umzudrehen, das reicht in der Regel einfach nicht. Sondern man muss ganz viele positive Beispiele auch unseren lieben grauen Zellen liefern, dass es auch wirklich irgendwann überzeugt wird, dass es auch andere Situationen gibt. Und es ist einfach so wichtig, da ganz tief auch zu hinterfragen. Weil, wie gesagt, das Gehirn schaltet auf Autopilot und geht dann die bequemen Schnellstraßen, wo es ja schon jahrzehntelang gewohnt ist. Und darum ist es wirklich ein bewusstes Umlenken und vor allem auch Neuerschaffen von anderen Möglichkeiten. Und darum stellt es wirklich mal in Frage, weil es taucht auch so ein paar Mal so in der Gruppe bei mir die Frage auf, ja, gebe ich das meinen Kindern weiter?
Ja, wenn es uns selber unbewusst ist, ist die Gefahr natürlich da. Und das Problem ist halt bei den Glaubenssätzen, dass sie sehr, sehr tief eingegraben sind und sehr unbewusst sind. Dass wir nicht nur durch unsere Worte quasi die Glaubenssätze weitervermitteln, sondern einfach durch unsere Art und Weise, unser Handeln, unsere Mimik, unsere Gestik, einfach durch bestimmte Reaktionen auf Situationen, dass wir das dadurch weitergeben. Und darum ist es so wichtig, da echt in sich selber aufzuräumen. Und das ist einfach, weil wir haben ja auch oft so eine, wie so eine Erwartungshaltung auch schon durch die Glaubenssätze. Wenn ich denke, ja, ich schaffe das ja sowieso nicht, ja, wie soll ich es da erreichen? Also wir schränken uns dadurch natürlich auch wahnsinnig ein oder begnügen uns mit Situationen, die eigentlich uns gar nicht so wirklich entsprechen, weil es muss man halt und arbeiten ist hart und arbeiten kostet Zeit und arbeiten ist mühsam und man muss sein Geld hart verdienen. Allein solche Sätze sind so tief vergraben, wo man oft im ersten Moment denkt, nö, so denke ich gar nicht. Aber man denkt oft so, wenn man wirklich tiefer gräbt, dann kommt man dahin, warum viele Sachen einfach nicht funktionieren oder eben auch ganz viele Glaubenssätze, die so über die Generationen vererbt worden sind, was so tief eingegraben ist in diesem biografischen Gedächtnis fast schon der Familienstruktur, wo man oft ganz, ganz schwer so jetzt im ersten Moment rankommt. Aber es ist so wichtig, dazu hinterfragen. Und da gibt es ja auch wie so eine, ja, Selbstwirksamkeitserwartung kann man sagen, dass man einfach davon ausgeht, ja, das wird so oder so sowieso so kommen. Also das war immer schon so und dann wird es das mal auch so sein. Und gerade wenn Menschen sehr viel schlimme Erfahrungen gemacht hat, dann ist man ganz leicht in diesem Modus, ja, warum soll sich auf einmal was ändern? Und das ist es ist möglich, aber es ist einfach eine Schritt-für-Schritt-Sache. Und ich möchte euch da keine falschen Versprechungen machen, wie es auf dem Markt ja leider oft ein bisschen da ist. Dass man sagt, okay, das geht schnell vorbei oder das hat man schnell umprogrammiert. Also ganz tief verwurzelte Glaubenssätze, die uns oft gar nicht bewusst sind. Das dauert einfach eine Zeit, die wirklich auf den Kopf zu stellen und mal wirklich im Schleudergang von allen Varianten zu hinterfragen und immer wieder zu fragen, ist dieser Satz wirklich wahr? Stimmt der jetzt noch von mir? Stimmt der jetzt noch für mich? Wer hat den wirklich gesagt? Wie kann ich ihn für mich aktuell stimmig wandeln? Und auch eben das auch langsam, weil so schnell ist unser Gehirn nicht. Unser Gehirn mag keine Veränderung. Unser Stammhirn mag auch keine Veränderung. Und doch fallen ja Veränderungen oft so schwer. Man bleibt lieber im Gewohnten, als dass man sich quasi neuen Orientierung anpasst, weil da natürlich auch dann auch manchmal nochmal alte Dinge hochkommen, die schmerzhaft sind und die will man ja eigentlich nicht. Drum bin ich ja auch immer so ein Fan, dass man in Zeiten, in denen es einem besser geht, in denen man weitgehend stabil ist, wirklich da rangeht an die Dinge. Weil wenn es uns, wenn wir schon im Keller sitzen, dann wird es natürlich schwieriger, da dann nochmal tiefer zu gehen, weil dann ist man wirklich überfordert und das bringt dann meistens auch ganz, ganz, ganz wenig. Ja, und wie ich schon gesagt habe, sie entstehen in der Kindheit durch einfach einen Mangel an Liebe oder Wertschätzung, durch generationsvererbte Sätze ist es oft ganz wichtig. Es kann durch traumatische Ereignisse, auch Operationen können zu sowas führen. Und oder die erste Liebe, die uns verletzt hat. Also ich habe so oft in meinen Beratungen, wo die Menschen wirklich jahrelang noch in dieser Energie drin bleiben. Ja, ich lasse mich nie mehr auf eine Beziehung ein, weil das ist sowieso nur verletzend. Weil es ist vielleicht frühkindlich geprägt, aber dann eben auch in der Realität mit einem Partner erlebt haben, Liebe ist immer verletzend. Wenn dich jemand liebt, das tut immer weh, das kann nie gut gehen. Und das sind schon sehr, sehr feste Sätze dann oft, wo man ganz schön dran wackeln muss. Dann gibt es natürlich auch gesellschaftlich, also kulturell abhängige Glaubenssätze, das ist in unserem Breitengrade ganz anders wie jetzt im asiatischen Raum oder sonst wo. Und dann ist halt auch oft die Gefahr, dass die Glaubenssätze so wie so zu einer inneren Regel geworden sind. Also das ist oft ganz, ganz schwierig, dann, weil man so dran festhält, weil das ja auch eine Orientierung gibt. Ihr dürft ja nicht vergessen, so ein Glaubenssatz gibt ja auch eine Orientierung. Das gibt euch auch einen gewissen Halt, wie man zu funktionieren hat oder wie es gehen kann. Und jede Ausdehnung nach außen
Das ist das, was in einem anderen Video schon mal gesagt hat, macht einfach Angst. Also man verlässt so ein bisschen die Komfortzone. Das ist wie, als wärt ihr in einem fremden Land und geht mal einen Weg, der nicht beschildert ist und versucht euch nur so mal auf eure Intuition oder auf eure Wahrnehmung zu verlassen. Also das macht einfach Angst und so ist es einfach bei den Glaubenssätzen auch oft. Und eben diese Verbindung zu frühkindlichen Traumen ist da einfach ganz, ganz stark und darum ist auch wichtig, dass man da einfach hinschaut und damit bewusst mal hinterfragt und aber auch nachspürt und wirklich das nicht nur kopfmäßig macht, sondern wirklich in Verbindung bringt mit dem Gefühl und mit einer Situation. Weil dann kann man wirklich da auch ganz anders diesen Satz wirklich verändern. Ja, das ist das, was ich heute euch zu den Glaubenssätzen sagen wollte. Wenn ihr Hilfe und Unterstützung braucht, meine E-Mail-Adresse ist info@beate-stich.com oder auf lebensmittelendlichstark.de. Schreibt mir eine Nachricht. Dann können wir da gerne mal gucken und mal schauen, welche von euren Glaubenssätzen oder fest zementierten Überzeugungen und Meinungen mal sinnvoll wäre, ein bisschen auf den Kopf zu stellen, damit ihr einfach eine ganz andere Lebensqualität auch bekommt und auch eine Weite bekommt und euch nicht durch ganz alte Prägungen einfach in dieser ewigen Gefangenschaft selber fast schon haltet. Also da kommt dann Leichtigkeit und da kommt dann einfach eine Weite rein und auch ein großes Feld von neuen Möglichkeiten. Also meldet euch bei mir, ich würde mich freuen. Alles Liebe, eure Beate. Tschüss.